Heute haben wir mal wieder ein etwas anderes Fahrzeug dabei. Eine Corvette C6 und zwar diesmal eine der allerersten, nämlich Baujahr 2005. Und dadurch, dass man die Autos nicht jeden Tag eigentlich bei uns findet auf der Straße und doch ein paar Interessenten gibt, aber nicht genau wissen, worauf man bei dem Auto aufpassen soll, drehen wir einfach mal wieder ein Video rein als Verkaufsinformation. Das Fahrzeug selber ist nämlich schon längst wieder verkauft. Und wir sagen einfach mal, worauf man auch wieder aufpassen sollte, was die Besonderheiten an diesem Fahrzeug sind und einfach mal ein paar kleine Tipps, was auch den Unterschied zu einem amerikanischen Fahrzeug wie jetzt die Corvette ausmacht, zu dem gängigen, was wir so auf den Straßen haben. Zunächst fällt bei dem Auto natürlich mal auf, dass das Auto sehr flach gebaut ist, also recht schön für einen Sportwagen eigentlich auch. Und was auch wirklich ganz heftig ist gegenüber anderen Fahrzeugen, das Auto ist jetzt nicht extra tiefer gelegt, das Auto ist sehr mäßig so. Man hat wirklich Probleme, über die kleinsten Schwellen rüber zu kommen. Man sieht einfach hier unten diese Plastik-Spoilerlippe. Die ist aber ab Werk wirklich so verbaut und klappt auch beim Fahren etwas nach hinten. Man muss also nicht Angst haben, dass man die andauernd verliert. Ist schon mit Absicht so gemacht bei der Corvette. Und einfach nur im Hinterkopf immer behalten, dass das Auto wirklich relativ tief ist, was natürlich optisch ganz gut rüberkommt. Erste Mal ist die Corvette jetzt auch nicht mit Klappscheinwerfern ausgestattet bei der C6, sondern mit den schönen Klarglasscheinwerfern, was das Auto auch ein bisschen moderner macht. Erinnert an andere Sportwagen, wie zum Beispiel den Honda NSX, den man am Schluss so gebaut hat. Ja, unser Mitsubishi 3000 GT, der auch ähnliche Optik hat. Auch an die Dodge Viper zum Beispiel. Und das Fahrzeug selber ist, wie gesagt, recht tief gebaut, also auch gegenüber einem 911er Porsche zum Beispiel um einiges tiefer. Und er ist sogar kürzer als die Vorgängerversion, die C5, um knapp 13,5 bis 14 cm kürzer und auch schmaler. Das heißt, das Auto sieht optisch also auch ganz gut aus, was die Übergänge angeht, recht sportlich, also nicht so lang wie die Vorgängerversion. Und jetzt zeigen wir mal ein paar Kleinigkeiten, was an der Corvette Eigenheiten sind, was sich ein bisschen von der normalen Fahrzeuggattung sozusagen abhebt, was man bei der Corvette ein bisschen gemacht hat und worauf man achten sollte beim Kauf, ob das auch alles funktioniert. Da gehen wir jetzt einfach mal ums Fahrzeug rundherum und schauen einfach mal in den Innenraum rein und dann wird sie auch wieder gefahren. Erste Eigenheit, man hat an dem Fahrzeug keine Türschlösser. Das heißt, die funktioniert rein theoretisch rein über das Keyless-Go-System. Das machen wir jetzt einfach mal auf. Und zwar, es reicht, wenn man den Schlüssel in der Hand hält oder in der Hosentasche hat, dann einfach nur am Schloss ziehen und man kann die Türen öffnen. Was natürlich ganz wichtig ist, falls das mal nicht funktionieren sollte, man sitzt im Fahrzeug, man hat hier unten drunter noch extra einen Hebel zum Aufmachen der Türen mechanisch, auf beiden Seiten ganz wichtig, ist hier der Hebel verbaut, dass, falls es wirklich mal die Elektrik komplett ausfallen sollte, kann man die Türen trotzdem mechanisch aufmachen. Dann hier im Fahrzeug hat man Memory-Funktionen für den Fahrersitz, also mit zwei Funktionen und auch eine Ausstiegshilfe, hier der mittlere Knopf, die fährt dann den Sitz einfach hinter, sobald man sie einstellt, auf den Knopf drauf drückt, dass man leichter draußen reinkommt. Die anderen zwei Knöpfe sind für das Memory gedacht, für die Sitzverstellung. Einfach auf den Knopf drauf drücken und dann fährt der Sitz wieder in die normale Position rein, wo er vorher eingestellt war. Das hier unten sind dann die Knöpfe zum Öffnen der Türen elektrisch. Wenn man da drauf drückt und es funktioniert alles, geht die Tür natürlich auch elektrisch auf. Fenster über hier drüber verbaut, Spiegelverstellung hier an der Stelle rechts und links. Und er hat noch das schöne Bose Soundsystem drin, was auch einen ganz guten Klang macht. Erster Eindruck vom Fahrzeug selber ist natürlich, man sieht jede Menge Plastik verbaut, ganz klar bei der Corvette wie immer. Erst bei der aktuellen Corvette C7 hat man da auch wirklich ein bisschen mehr dran gedacht, ein bisschen mehr ja, Optik reinzubekommen in die Materialien. Aber alles in allem ist es eigentlich ganz ordentlich verbaut. Man hat jetzt nicht diese extremen Probleme, was mit diesen Weichkunststoff hat, wo immer die Lackierung sich runterlöst. Da hat man jetzt weniger die Probleme. Natürlich sieht man es hier unten an den Stellen, hier unten zum Beispiel. Das hätte man alles ein bisschen schöner machen können bei der Corvette.
Und auch die Anmutung hätte man etwas besser machen können, wobei das Leder dann wieder ganz gut verarbeitet ist. Es geht eigentlich mehr oder weniger nur um den Kunststoff, der da verbaut worden ist. Die Karosserieteile sind auch aus Kunststoff. Außen ist sie komplett aus Kunststoff, wie bei allen Corvettes. Ja. Das heißt, man muss also jetzt nicht Angst haben, irgendwelche Rostnester zu suchen. Da kann man in den Rathäusern lange umeinander schauen. Das ist alles hier komplett aus Kunststoff. Man merkt es auch, dass es wirklich rundherum aus einem Guss ist, sozusagen das Fahrzeug. Und Karosserierost, so muss man eigentlich wirklich im Unterbodenbereich suchen, wo das Fahrzeug halt also im unteren Bereich durchgeschaut werden sollte. Aber auch da gibt es so gut wie keine Probleme, was jetzt das Rost angeht und so weiter. Von daher gesehen ist das Auto eigentlich, was diese Punkte angeht, mit einem Blick über die Karosserie, ob es jetzt irgendwelche Lackschäden hat und so weiter, erledigt. Die typischen Stellen, wie es das bei anderen Fahrzeugen hat, Kotflügelkanten und so weiter, fallen alle weg. Wirklich aus einem Guss, das Fahrzeug. Und hier oben sieht man auch ganz schönes Head-Up-Display. Das zeigen wir auch nachher, wie das bedient wird. Es gibt da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für das Head-Up-Display. Wenn man sich einmal reingesetzt hat und kurz beschäftigt hat, damit weiß man auch, wofür die ganzen Knöpfe seitlich am Armaturenbrett sind. Und hier oben sieht man eben auch noch schönes Tagerdach. Das kann man halt auch mal rausbauen. Geht auch ganz einfach zum Ausbauen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Bedienungen von den Klappen und so weiter an, wie das alles funktioniert und die paar Besonderheiten. So, hier unten haben wir die zwei Knöpfe, auch wieder elektrisch. Für die einmal hinten zum Tanken, da hat man den elektrischen Knopf hier. Bevor man tanken kann, muss man also auch wirklich erst diesen Knopf hier betätigen. Dann springt der Tankdeckel auf. Und das gleiche haben wir dann auch hinten für die Heckklappe. Einfach draufdrücken. Und die Glaskuppel springt auf hinten. Da können wir einfach mal reinschauen. Also die ist doch relativ schwer, aber gut, die hat zwei Gasdruckfedern, die aber arbeiten ganz gut. Und dann sieht man natürlich diesen extrem dicken Teppich. Ja, also da muss man regelmäßig mal mit dem Sauger drüber gehen. Da kann sich einiges verstecken. Man hat eigentlich im Endeffekt nur zwei Klappen drunter halt. Eine links, eine rechts. Da kann man ein bisschen was verstauen. Und dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Da kann man ein paar Sachen reinstecken. Und das war es eigentlich auch schon. Das heißt, der Kofferraum ist natürlich nicht extrem tief, weil drunter halt natürlich die ganze Technik verbaut ist. Fahrwerk, Konstruktion, Auspuffanlage und so weiter. Aber alles in allem, man bekommt doch was rein, wenn man das Ding hier rausmacht. Da hat man sogar noch hier ein bisschen mehr Platz unter der Glaskuppel. Also vom Platz her für große Koffer kriegt man doch schon was rein. Und vor allem recht leicht zum Einladen, bis auf die hohe Ladekante. Aber gut, man achtet auf sowas natürlich jetzt nicht beim Sportwagen. Und jetzt machen wir einfach mal die Motorhaube vorne auf und werfen einen Blick unter die Haube. Da ist der Zug dann wieder mechanisch, gell? Wo ist der versteckt? Hier seitlich. Ah, der kommt ist hier. Man ganz schlecht dran. Ja, du musst, glaube ich, das seitlich hintergezogen. Also nicht nach hinten klappen, sondern seitlich rausziehen. Und die Klappe selber öffnet dann nach vorne hin, auch wieder mit zwei Gasdruckfedern hier. Darauf sollte man natürlich auch mal achten. Die sind zwar jetzt nicht teuer, wenn man sie austauschen muss, aber einfach nur schauen, ob es auch wirklich funktioniert. Ja, und jetzt haben wir hier den LS2-Motor. Das ist der mit 6 Liter Hubraum, schon mit 405 PS. Das heißt, das war die erste Generation, die sie verbaut haben bei dem Motor. Glaube ich, 2008 kam dann der LS3-Motor rein mit 436 PS, mit 6,2 Liter Hubraum. Der hat jetzt, wie gesagt, noch 6 Liter. Und knapp um die 550, nicht ganz 550 Newtonmeter. Die Normleistung liefert dabei um die 6000 Umdrehungen sowas ab. Und das Drehmoment bei knapp 4400. Und wie man schon sieht, man kommt eigentlich wieder an alles recht gut hin, was jetzt zur Kontrolle dient und so weiter. Hier hat man für Servoöl den Ölstandsbehälter, das heißt zum Kontrollieren und zum Nachfüllen. Die Lichtmaschine ist super gut zugänglich, sogar die Zündkerzen sieht man. Kommt man zumindest im vorderen Bereich auch bis hinten eigentlich ganz gut ran. Die eine, was ein bisschen weiter vorne steckt, auch selbst die kommt man schön ran zum Wechseln. Wir haben jetzt auch hier keine Doppelzündung wie bei manchen Porsche-Modellen. Einfach nur Stecker runter und Kerze raus. Hier ist der Bremsflüssigkeitsbehälter, Bremskraftverstärker hier vorne. Dann hier auf einer Seite auch gleich Kühlwasserbehälter und auch gleich Waschwasserbehälter. Also alles ganz leicht zugänglich. Der Luftfilter hier vorne
ist auch ganz einfach zugänglich. Hier die Clips einfach aufmachen. Das Rohr eventuell kann man, wenn man es mal wechseln, zum Ausbau ausbauen muss, auch relativ leicht ausbauen. Hier unten drunter ist dann die ABS-Einheit verbaut, etwas im unteren Bereich. Hier sieht man die einzelnen Leitungen noch. Und man kann auch schön den Riemen kontrollieren. Beim Kauf vor allem ganz wichtig, Zustand der Riemen. Sind die rissig oder müssen die bald getauscht werden? Wir gehen mal auf die andere Seite. Hier ist ganz leicht zugänglich die Batterie. Auch mit einem Handgriff zu wechseln, theoretisch, wenn man es wirklich mal raustun muss. Dann hier oben ist der Sicherungskasten. Auf der Seite sind die Kerzen auch ganz gut zugänglich. Das Einzige, was ein bisschen enger ist und man kann schön wegklappen, sind hier die Leitungen von der Klimaanlage. Hier ist das Öl zum Nachfüllen und der Ölmaßstab auch gleich an derselben Stelle. Und hier im unteren Bereich hat man ein schönes Thermostat sitzen. Der Klimakompressor sitzt dann unterhalb von der Wasserpumpe etwas abgedeckt. Also wenn da mal der Kompressor getauscht werden müsste, kann man natürlich auch gleich die Wasserpumpe mittauschen, die also hier in dem Bereich hier sitzt, ist ein recht großes Bauteil. Ja, und da haben wir dann den Lüfter noch drin, die Kühler natürlich hier vorne. Man sieht, wie weit der Motor auch hinter der Vorderachse platziert ist. Das kann man hier ganz gut erkennen. Vorderachse sitzt hier, wenn man von der Mitte aus hingeht. Dann sitzt der Motor erst ab hier nach hinten versetzt. Was natürlich eine sehr gute Gewichtsbalance verspricht und ja schon fast ein bisschen mittelmotormäßig ist. Also da hat man natürlich auch wieder ein paar Vorteile beim Fahrverhalten. Ja, das sind mal die ersten Blicke, was man unter die Karosserie wirft. Ob da auch wirklich keine Ölleckagen zu sehen sind oder irgendwelche Undichtigkeiten vom Wasser her und so weiter. Da reicht einfach ein Blick unter die Motorhaube, alles in Ruhe mal anschauen und dann weiß man, ob das alles in Ordnung ist. Und im Reparaturfall alles relativ gut zugänglich. Wichtiger Hinweis, falls die Batterie mal sich entladen haben sollte oder die Schlüsselbatterie nicht funktioniert, man kann die Corvette auch mechanisch öffnen. Dazu geht man dann einfach hin mit dem normalen Fahrzeugschlüssel und geht unterhalb vom Corvette-Zeichen. Gibt es dann die Möglichkeit, hier am Schloss sozusagen den Heckdeckel zu entriegeln. Einfach ein bisschen nach rechts drehen. Dann springt nämlich die Klappe auch mechanisch auf. Und dann gibt es links eine Notentriegelung für die Fahrertür. Die steckt nämlich hier drüben. Genau, da einfach dran ziehen und die Tür springt auf. Und man kann auch mechanisch ins Auto einsteigen. Das ist gerade ganz wichtig. Wie gesagt, wenn das Auto mal länger Zeit gestanden ist, Batterie entladen oder der Schlüssel von der Batterie entladen ist, so kriegt man die Corvette auch mechanisch auf. Das ist nur als kleiner Hinweis. Und wir können uns gleich mal weiter noch die Bremsanlage anschauen. Da haben wir eigentlich auch relativ große Dimension von der Scheibe her. Aber eine simple Technik, was jetzt den Bremssattel ist, also ist auch nicht extrem teuer im Austausch oder überhaupt, wenn man die mal tauschen muss von der Arbeit her, ist es nicht extrem schlimm. Vorne haben wir genau das gleiche, auch einen großen Sattel, aber mit wenig Kolben, also im Außenbereich überhaupt gar keine Kolben. Ein Faustsattel dementsprechend und eine große Scheibe dazu, gelocht. Und wie gesagt, auch vom Material her ist es nicht allzu schwer, die Sachen zu tauschen. Und die Bremse selber funktioniert auch recht gut. Also auch ABS ist gut abgestimmt. Von der Bremse her ist mir jetzt nichts aufgefallen, was man da bemängeln könnte. Ja, das wären mal die ersten Punkte, die wir jetzt am Fahrzeug mal so optisch beim Kauf natürlich begutachten kann. Bremsanlage, die ganze Karosserie, wie gesagt Kunststoff. Einfach auf optische Mängel hin untersuchen, ob da irgendwas beschädigt ist. Und Innenraum natürlich auch, ob die paar Sachen funktionieren, was wir gerade gesehen haben, die Deckeln und so weiter, dass das Ganze alles einmal frei funktioniert. Dann haben wir eben hier drin auch noch das schöne Navigationssystem drinnen mit dem Display. Und die anderen Dinge, die testen wir jetzt einfach mal, wenn wir uns reinsetzen, was die Funktion und so weiter angeht. So, man sieht beim Starten,
wird erst ein kurzer Funktionstest von allen Instrumenten durchgeführt. Und danach schauen wir uns mal, was die Corvette hier alles an kleinen Schaltern rund um Instrumentenkombi herum verbaut hat. Und zwar auf der linken Seite ist ganz einfach, alles was hier ist, ist im Endeffekt fürs Head-Up-Display. Ich hoffe, ja, man kann es sogar ganz gut sehen. Man kann es nämlich heller und etwas dunkler gestalten. Wenn man jetzt hier hinsieht, sieht man ganz gut das Display hier vorne. Und mit den einzelnen Tasten kann man dann verschiedene Einstellungen vornehmen. Wie gesagt, der untere ist für die Helligkeit, der drüberliegende ist für die Höhe. Das ist auch ganz praktisch. Für Leute, die etwas kleiner sind, müssen es dementsprechend verstellen, oder größere Leute können es so positionieren, dass auch die das dementsprechend gut ablesen können. Und hier oben haben wir dann zwei Schalter, und zwar einmal den Mode-Schalter und einmal den Page-Schalter. Das kann man jetzt mal versuchen einzufangen. Wenn ich jetzt mal oben anfange mit dem Mode-Schalter, dann kann ich hier verschiedene Sachen ablegen. Track 1, dann zeigt er mir das Ganze an mit der G-Beschleunigung hier drüben, also mit der beim Kurvenfahren mit den dementsprechenden Geschwindigkeiten verändert sich dann auch die G-Anzeige. Und man hat auch die Öltemperaturanzeige oben mit eingeblendet. Und nochmal drauf drücken, haben wir den Track 2. Dann haben wir das Ganze, das Drehzahlband anders dargestellt, also über eine ganze Breite hin verteilt. Und eine etwas, ja, etwas andere Wahrnehmung. Und auch der Öltemperaturanzeige wird anders dargestellt. Und nochmal drauf drücken ist wieder die ganz normale Anzeige mit normalen Drehzahlmesser und Geschwindigkeit. Wie gesagt, verändern, einmal drauf drücken, Track 1, rundes Display vom Drehzahlmesser, Track 2, etwas veränderte Darstellung und wieder ganz normal Street-Modus. Und dann haben wir noch den Page-Schalter. Da kann man dann auch einfach nur die Geschwindigkeit anzeigen, Drehzahlmesser mit Geschwindigkeit oder halt eben auch ganz normal die veränderte Anzeige mit dem anderen Drehzahlmesser. Das ist eigentlich nur eine Spielerei sozusagen. Das alles funktioniert also hier über die linke Seite, über diese Kombination hier. Und hier drüben haben wir dann die ganze Informationsseite. Da geht es oben los. Das funktioniert alles natürlich über das Display hier unten. Wenn ich hier oben drauf drücke, dann habe ich hier meinen Durchschnittsverbrauchanzeige, dann habe ich hier meinen Insgesamtverbrauch, was wir verbraucht haben seit der letzten Losfahrt. Meine Reichweite zeigt er mir an und dann natürlich wieder komplett aus. Unten drunter habe ich dann ganz wichtigen Sachen wie Öldruck, Öltemperatur, dann Kühlwassertemperatur und dann ganz wichtig auch Getriebetemperatur. Ist auch eine ganz schöne Sache, was die Corvette hier mit anzeigt. Dann den Batteriestand, 13,7 Volt aktuell, und was auch ganz schön ist, jeder Reifen einzeln wird abgefragt mit dem dementsprechenden Druckbefüllung. Man muss auch nichts einstellen, also sobald man den Luftdruck korrigiert hat, erkennt das System das selber, welcher Druck herrscht, vorne und hinten. Zweimal dargestellt mit vorne links, hinten links, dementsprechend vorne rechts, hinten rechts. Und nochmal drauf, das Ding ist wieder komplett weg. Und hier haben wir dann die ganz normalen Sachen wie gefahrene Kilometer, dann Durchschnittsgeschwindigkeit und ganz, ganz schön hier unten, man sieht, wie lang man noch fahren kann mit dem Öl, das heißt, wann der nächste Ölwechsel ansteht, ab jetzt in 47% verbraucht, also ungefähr die Hälfte seit dem letzten Ölwechsel ist gefahren worden. Und hier kann man dann seine Einstellung machen über die Optionstaste hier drunter, und drunter ist ganz normal die Reset-Taste. Wenn irgendein Fehler angezeigt wird, kann man es damit Reset einfach dann wieder ausschalten. Das heißt, man muss sich kurz mal ein bisschen damit beschäftigen, dann hat man die ganze Sache eigentlich schon ganz leicht verstanden. Ja, und ganz schön nochmal die komplette Instrumentierung. Hier unten links hat man die Kühlwasseranzeige, drüber hat man den Öldruck. Da natürlich ein schöner, großer, ablesbarer Drehzahlmesser und genauso der Tacho. Und rechts daneben nochmal die Voltanzeige für die Batterie und drunter halt natürlich die Tankanzeige. Lichtschalter, wie es bei vielen Fahrzeugen so angeordnet ist. Hier drüben ist dann noch der Tempomat integriert in den Lichtschalter. Sollte man auch beim Kaufen nochmal kurz testen, ob der auch funktioniert. Scheibenwischer. Ja, alles in allem hier, dann ist das Display vom Navi, ist auch relativ einfach zu bedienen. Entweder hier übers Radio, dann kann man den Sender dementsprechend variieren, oder aus Navi, dann zeigt einem gleich wieder
die Navi-Einstellung an. Klappt dann auch auf und kann man CDs dementsprechend reintun. Wir haben jetzt auch hier einen CD-Wechsler auch verbaut, hier hinten drin. Das ist der hier. Hat aktuell nichts drinnen. Und ein DVD. Spieler auch noch. Handschuhkasten ganz normal. Also man kann auch ein bisschen was mitnehmen in der Corvette. Und hier haben wir noch einen abblendenden Innenspiegel. Sieht man jetzt echt schlecht gegen das Licht hier. Also hier dementsprechend mit eingebauten auch Kompass sogar noch mit drinnen. Ja, und jetzt wollen wir euch nur noch zeigen, wie das Dach aufgeht. Ja, genau, wie man das schöne Tagedach aufmachen kann. Dazu werden einfach nur hier zwei Riegel hintergelegt und einen hat er mit Dick. Den muss auch weggeklappt werden. So. Und dann können wir das Ding von zusammen rausnehmen. Das Tagedach lässt sich sogar alleine recht leicht rausnehmen, einfach vorne ein bisschen anklappen und dann an der hinteren Seite nach draußen ziehen. Und sobald es aus der Arretierung draußen ist, einfach runterlegen oder rausziehen. Also so schwer ist dieses. Und gleich in den Koffer da unten. Ja, wenn es reinpasst. Ja, genau. Passt. Das passt rein, ja? Das können wir auch probieren. Dann machen wir es gleich in den Kofferraum rein. Die machen wir hier auf. So sieht es jetzt aus, wenn das Hardtop jetzt an der vorderen Stelle eingehängt ist für die Vorrichtung, wo man das Hardtop transportieren kann. Da kommt es einfach hier unten rein und dann sieht man hier gegenüber die Gegenstücke. Da kommen dann die Nasen hier vorne herein. Dann wird das hier eingehängt und man kann die Klappe auch ganz normal zumachen und kann einfach das Hardtop dann sozusagen hinten transportieren. Dann ist natürlich nicht mehr viel Kofferraum frei, aber zum Spaß haben ist es natürlich genial, so zu fahren. Und los geht's. Genau, wir haben jetzt hier nur vier Gänge zur Verfügung. Wie gesagt, das ist die erste Corvette C6 mit dem Viergang Automatikgetriebe. Und man merkt schon, die Gänge sind relativ lang übersetzt. Und vom Fahrverhalten merkt man, dass das Auto relativ leicht ist, also knapp um die 1500 Kilo sowas wiegt. Lenkung ist wirklich sehr direkt. Fahrwerk selber ist ein bisschen, merkt man, holprig, ja. Das ist ganz klar. Es sind eben Blattfedern verbaut als Federung, quer eingebaute. Aber der Motor macht Spaß. Ja, das muss man sagen. Ja. Das heißt, man braucht auch keine extrem hohen Drehzahlen, damit man vorwärts kommt. Hier ist der Knopf zum Beispiel zum Ausschalten vom ESP. Man kann sie auch in zwei verschiedenen Modi einschalten. Einmal ist es komplett aus hier. Und beim zweiten Mal ist der Competition Driving Mode an. Das heißt, dann funktioniert es zwar noch, aber in eingeschränkter Version, sodass ein bisschen mehr Fahrspaß aufkommt. Also man sieht, das Auto wirklich von unten rauf hat schon richtig schön Druck. Oben raus kommt aber auch noch mal richtig was. Ja. Noch eine Sache, die man noch wissen sollte zur Corvette C6. Die ist also tatsächlich schon ab Werk mit 18 Zoll Bereifung vorne und mit 19 Zoll Rädern hinten ausgeliefert worden. Also es ist nicht etwa nachträglich umgebaut oder so. Wir hatten nämlich schon ein paar Mal Kunden da, die haben gedacht, man hätte da die Räder vertauscht oder mit Absicht irgendwie falsche Räder montiert. Ist tatsächlich so, die hat auf der Vorderachse 245 18 Zoll Bereifung. Und auf der Hinterachse 285er mit 19 Zoll.
Also wenn man so eine Corvette anschaut, nicht erschrecken, das ist ganz normal. Und was man vielleicht noch eventuell bedenken sollte, die europäischen Versionen haben serienmäßig das Performance Package verbaut. Das heißt also auch Z51-Paket in den USA. Das beinhaltet also unter anderem eine härtere, straffere Fahrwerksabstimmung, also Dämpfer- und Federeinheit. Und vor allem auch eine verbesserte Kühlung gegenüber der US-Version. Das könnte man eventuell auch nochmal überlegen, ob, wenn man ein US-Modell kauft, ob man da nicht darauf achtet, dass die auch damit ausgestattet ist. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist für den deutschen Markt zu sagen, man kann natürlich auch das Display drinnen umschalten auf Deutsch. Das zeige ich mal ganz einfach. Wenn man jetzt normalerweise reingeht, kann es sein, dass es einen immer in Englisch begrüßt, aber mit einem ganz einfachen Druck hier auf Optionen. Jetzt muss den Motor mal starten. Jetzt schaltet sich das System ein. Kurz warten, bis es weit drin ist. So, jetzt haben wir hier den Driver. Jetzt ist es schon auf Deutsch eingestellt, auf Optionen. Kann man dann hier dementsprechend durchschalten. Display, Englisch, Metrisch, Deutsch. Und sobald man dann eben auf das Display mit der Sprache kommt, hier zum Beispiel kann ich jetzt mit Reset auf alle gängigen Sprachen umändern. Also auch da ist von vornherein schon vorgesorgt. Und dann kann man natürlich sich auch alles wie hier jetzt schön in Deutsch anzeigen lassen. Ja, noch eine Sache zu den Fahrleistungen. Die liegen ungefähr auf der Höhe von einem M5 E39. Der hat auch die ähnliche PS-Leistung, etwas weniger Hubraum, dafür hat der Vierventiltechnik. Hier haben wir dementsprechend ein Zweiventiler. Und von der Fahrleistung knapp unter 5 Sekunden auf 100. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 300 km/h.